Richard kassiert seine Außenstände, zahlt seine Schulden und tritt die Heimreise an. Sein Ziel, die Eroberung Jerusalems, hat er nicht erreicht. Dass ein Küstenstreifen Palästinas wieder in christlicher Hand ist, kann er sich als Verdienst anrechnen. Seine Reise verläuft abenteuerlich, aber wenig glücklich. Durch politische Umstände und Stürme bedingt, landet er schließlich mit wenigen Begleitern nahe bei Venedig. Von der Landungsstelle nimmt er den Landweg in Richtung Wien. Er befindet sich auf dem Gebiet Leopolds von Österreich, den er sich in Akkon zum Feind gemacht hat. Richard reist in der Verkleidung eines einfachen Pilgers. Sein Talent als Mime reicht nicht aus. Er wird erkannt und gefangen genommen. Die Chronisten vermuten, Richard habe zu viel Geld ausgegeben. Die Schergen, die ihn dingfest machen, ahnen die Folgen nicht. Die Verhaftung verändert die Machtverhältnisse in Europa. Leopold von Österreich lässt Richard auf die Burg Dürnstein bringen. Es steht schlecht um ihn. Richards Gegner hatten üble Nachrede in Europa verbreiten lassen. Richard habe Philipp verraten, mit Saladin paktiert und Konrad von Montferrat ermorden lassen. Leopold meldet Kaiser Heinrich VI. Den wertvollen Fang. Ein gewaltiges politisches Geschäft läuft an, während Richard in sein Gefängnis gebracht wird. Dass der treue Sänger Blondel Richard hier nach langer Suche gefunden habe, wird von den zeitgenössischen Chronisten nicht vermerkt. Diese Legende ist später entstanden. Leopold nimmt Richard mit nach Regensburg, um mit Kaiser Heinrich VI. Den Preis für die Übergabe zu verhandeln. Da Leopold befürchtet, die Kaiserlichen könnten sich Richards unentgeltlich bemächtigen, schickt er Richard zurück nach Dürnstein. Der Preis für den kostbaren Gefangenen wird auf 100.000 Mark festgesetzt. Außerdem soll Richard mit 50 Schiffen und 200 Rittern Kaiser Heinrich bei der Eroberung Siziliens beistehen. Das war auch für einen König ziemlich viel. Für einen König im Gefängnis war eine solche Summe nur schwer aufzubringen. Richards Aussichten waren nicht die besten. Richard wird an den Rhein gebracht. In Speyer hat der Kaiser ein Gericht einberufen. Richard wird angeklagt, durch seinen Vertrag mit Saladin das Königreich Jerusalem verraten zu haben. Weiterhin wird ihm unterstellt, er habe den Mord an Konrad von Montferrat angestiftet. Richard weist die Anschuldigungen zurück. Die Art und Weise, wie er das tut, beeindruckt den Kaiser. Heinrich VI. Lässt die Anschuldigungen fallen, lobt Richards Taten und gibt ihm den Friedenskuss. Bei einer weiteren Verhandlung wird vereinbart, Richard gegen die Zahlung von 150.000 Mark freizulassen. In England wird eine Einkommenssteuer von 25% erhoben, um Richard loszukaufen. Richard, als Kreuzfahrer eigentlich unantastbar, bleibt weiter in Haft. Die wenig heiligmäßige Behandlung eines Kreuzfahrers hat inzwischen den Papst bewogen, Leopold von Österreich zu exkommunizieren. Das macht auf Richards Feinde wenig Eindruck. Richards mächtigster Feind, Philipp, sitzt in Paris. Er bietet Kaiser Heinrich die gleiche Summe für Richard oder 100.000 Mark für die Verschiebung der Freilassung. Philipp hat sich mit Richards Bruder John verbündet. Sie sind dabei, sich die Besitzungen Richards anzueignen und wollen Zeit gewinnen. Richard wird auf die staufische Burg Trifels gebracht. Es ist noch kein Geld aus England eingetroffen. Richard schreibt ein Gedicht. Schwach sind die Worte und die Zunge stockt dem Häftling, seinen Schmerz zu klagen. Doch mag dies Lied ihm Linderung verschaffen. Der Freunde hab ich viel, doch schmal sind ihre Gaben. Die Schande soll sie treffen, wenn nicht ausgelöst ich hier zwei Winter bleibe. Doch die englischen Steuerzahler sind schon dabei, das Geld für seine Auslösung aufzubringen. Aus dem Gefängnis heraus wird Richard diplomatisch aktiv und vermittelt zwischen Heinrich VI. Und dessen Erzfeind Heinrich dem Löwen.
Schließlich lehnt Heinrich es ab, Richard an Philipp auszuliefern. Richards Schicksal hängt nur noch von den Fähigkeiten des englischen Fiskus ab. Mit seinen Bewachern soll Richard auf Burg Trifels eifrig gescherzt und getrunken haben, bis sie unter dem Tisch lagen. Nichts von dem, was einen Mann zum Manne macht, fehlt in seiner Legende. Nach einem Fürstentag in Mainz wird Richard entlassen. Die Hälfte des Lösegelds war eingegangen, für den Rest hatte Richard Geiseln gestellt. Die Transaktion in Mainz sollte weltpolitische Folgen haben. Kaiser Heinrich VI. Finanzierte mit dem Geld der englischen Steuerzahler die Eroberung Siziliens. Und so kam es, dass Heinrichs Sohn, Kaiser Friedrich II., später im Süden Italiens regierte. Richard erkennt den Kaiser als seinen obersten Lehnsherrn an und empfängt dafür England als Lehen. Nach rund 14 Monaten Haft ist Richard frei. Und Kaiser Heinrichs Liquidität hat beträchtlich zugenommen. Richard landet im März in England. Die Rebellion seines Bruders John war schon mit der Nachricht von Richards Freilassung zusammengebrochen. Kirche, Adel und Beamte hatten in der Mehrzahl Richard die Treue gehalten und gezahlt. Von Sandwich nach Canterbury soll Richard barfuß gegangen sein. In der Kathedrale dankte er Gott für seine Rückkehr. Das Osterfest nutzt Richard für eine politische Demonstration. Vor allen Fürsten zeigt er sich mit seiner Mutter in Westminster Abbey. Er trägt alle Insignien der Macht. Er ist wieder da. Richard landet im Mai in Frankreich und wird begeistert empfangen. Er wird von Söldnern begleitet und mustert weitere an. Englands Steuerzahler hatten noch einmal bluten müssen. Richard fängt an, wo er vor der Kreuzfahrt aufgehört hat. Er kämpft gegen den König von Frankreich. Philipp hatte die Abwesenheit vertragswidrig genutzt, um in der Normandie vorzurücken und belagert gerade Verneuil. Richards Truppen vertreiben die Belagerer von Verneuil. Bruder John erscheint vor Richard, wirft sich auf den Boden und bittet um Verzeihung. Richard soll dies mit den Worten getan haben: Du warst ein Kind und bist in schlechte Gesellschaft geraten. Der Krieg geht weiter, 5 Jahre lang. Philipp unterstützt immer wieder Rebellionen gegen Richard im Süden Frankreichs. Bei einem Aufstand des Vizegrafen von Limoges belagern Richards Söldner die Burg Chalut. In der Burg sind nur 40 Männer und Frauen. Am Abend will sich Richard noch einmal umsehen. Dabei trifft ihn ein Armbrustschütze in die Schulter. Kurz darauf wird die Burg genommen. Die Besatzung wird umgebracht. Nur der Schütze bleibt am Leben. Richards Verletzung ist tödlich. Er stirbt, weil er sich wieder einmal zu weit nach vorn begeben hatte. Sein ständiger Aufenthalt im Kampfgetümmel war staatsmännisch unklug, hat aber seine Legende dauerhaft gefördert. Auf dem Totenbett begnadigt Richard den Schützen. Die letzte große Geste? Oder war es diese? Schon sterbend soll Richard begehrt haben, noch einmal einer Frau beizuwohnen. So stirbt Richard bei der Verteidigung seines kontinentalen Erbes. Seine Eingeweide werden in Chalut begraben. Keinen seiner großen Feinde hat Richard Löwenherz besiegt. Und doch ist der englische König, der fast nie in England war, einer der ganz Großen der Legende. Er hatte sich verdient. Seine großen Gesten, sein Einsatz in vorderster Linie, waren nach dem Geschmack seiner Zeit. Seine Domänen waren das Bett, das Scharmützel und Public Relations. Richards Herz wurde nach Rouen gebracht. Was sonst noch blieb, liegt neben den Sarkophagen seiner Eltern in Fontevraud, in Frankreich also.
Einige Zeitgenossen haben Richard Grausamkeit und Geldgier vorgeworfen. Andere betonen seinen Sinn für Humor und Poesie. Den Sinn fürs Musische hatte er wohl Mutter Eleonore zu verdanken. Den Sinn fürs Finanzielle seinem Vater Henry. Den Beinamen Cœur de Lion, Löwenherz, verdankt Richard sich selbst und der Begegnung mit Saladin, die mit einem Unentschieden endete.